Alter. Ach nee, siehst du mal, das sind 8. Ja, meine ich nämlich auch. Ja, dann nehme ich einfach jetzt mal C12 mit. Ja, das Schild. Unten? Hm. Sticky in der Mitte? Haben wir die? Unten noch? Oder soll ich mir hier welche machen? Müsstest du welche machen, glaube ich. Nee, warte mal, ich glaube, wir hatten welche. Echt? Oder? Ich meine nicht. Waren die in der Holzkiste, ja, ne? Ja, müssten wir nicht in der Holzkiste machen. Hm. Gut, dann muss ich mir welche machen. Ein Sticky Plus für ein Schild? Ja, du brauchst 4 Schilder, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Ja, okay, also, dann passt das hier. Sondern halt unten in der untersten Reihe in der Mitte. Ja. Den Sticky. Hm. Und darüber die beiden Reihen komplett mit Holz. Komplett. Mhm. Ja, dann machen wir das gleiche mit 4. Funktioniert ja, ne? Jo. Alles. So, 4 Schilder und mit denen begeben wir uns dann nochmal in den Spa-Bereich und gucken dann später nochmal zum SM4-Striker, wie er sich denn so schlägt. Bin gespannt. So. Jetzt muss ich nur gerade ein bisschen überlegen, wo ich in der Probewelt die Liegen hingestellt habe. Ich glaube, die waren gleich hinter der Treppe, ne? Aber die waren doch nicht... Waren die nebeneinander? Nee, ne? Nee, eine links, eine rechts. Ah, okay, dann passt sogar. Da denken wir nämlich nicht an unsere Gäste, da dürfen nur wir liegen. Hm. Die können sich gerne auf die Bänke dann setzen. Wobei, wenn das hier gleich so ansitzt an Holz, schaut das kacke aus. Ich setze das mal eins weiter nach hinten. Hm, natürlich habe ich wieder keine Axt. Sind noch unten welche? Ja, nee. Hab ich noch welche? Hallo, Axt. Alles klar. Ist der Ofen jetzt eigentlich frei? Weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Na, dann würde ich da mal das ganze, die ganzen Eisenerz reinschmeißen. Ja. Damit wir da auch jetzt die Barren dann rauskriegen. Warte, ist denn das... Oh, Koppels noch, ja. Nein, das will ich doch gar nicht. So, komm, dann machen wir gleich 2. Moment. Ah. Denk, Pet, denk. So. Ja, Ofen kann ich jetzt eigentlich frei machen, warte. Und dann komm ich kurz. Hi. Hi. Glas nehme ich auch erstmal an mich. Jo, kannst du haben. Denk nur halt an ihn, er braucht auch ein bisschen. Aber unten im Keller... Nee, ich werde jetzt zwar ein Fenster 64 verbrauchen. Ja, eben. Hinsetzen, kaputt machen. Hinsetzen, kaputt machen. Hinsetzen, kaputt machen. Hm. Das 63 Mal. Das ist doch... Wieso kann man mit der Axt diese komischen Platten da so schwer kaputt machen? Die musst du mit der Spitzhacke kaputt machen. Was? Das ist nicht für ein Quatsch. Ja, richtig. Bullshit hoch 10, ey. So, Axt. Funktioniert's denn mit der Spitzhacke? Hm. So, ich habe keine Schaufel mehr. Nein, das will ich doch gar nicht. Immer diese Hinsitz-Fails. Jetzt gucke ich mal, wie das hier aussieht. Okay, mit einem Abstand bis zu der Holzstufe ist es definitiv besser. Nachteil, es beginnt halt hier direkt an der Treppe. Ich überlege gerade was, wenn ich hier noch zubauen würde. Wolle müssten wir noch haben, oder? Blau und weiß. Blau nicht, aber wir haben ja ein Lapis Lazuli. Ja, aber einfach. Das mache ich dann später. Also ich lasse erstmal die liegen so, wie sie jetzt sind. Und dann baue ich hier nämlich, wo jetzt die weiße Wolle ist, wo ich jetzt so hinzeige,
Dann noch Wolle hin und unten drunter logischerweise Holz. Also wir ziehen quasi diesen Gang nach unten um eins nach links. So. Ich schau mir das mal an, was du da fabrizierst. Der Papa kommt nach Hause. Ich glaube, das... Es war definitiv nicht gleich an den Holzstufen. Ja. Einfach hier dann Wolle hinsetzen. Ja, zack. Schau mal, ob ich was finde. Ich muss hier gerade in den Keller. Hier Holz. Oh, jetzt düdel deine Lieblingsmusik. Die mache ich ein bisschen lauter. Sonst hört man sie nicht. Mit der Wolle. Wow, eine weiße Wolle haben wir noch. Ja, sensationell. Pure Stone. Wie hoch hier das Pure Stone eigentlich? Eins bis ein oder ein Holz noch freilassen, so, ne? Warte, ich meine ja. Von den Seiten halt, ne? Warte. Matt hat das Glas. Braucht er? Der war gerade auf jeden Fall hier unten. Ja, bin sofort bei ihm. So, weiß nicht, wie viel er benötigt. Ich gebe mir erstmal die Hälfte. Er ist unten. So. Moment. Wie machen wir das? Dann gebe ich ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich brauche nicht mehr so viel. 7 brauche ich, oder? Wann ist nur das 1, eine Fenster? 2, 3. Ja, ich glaube, das müsste passen mit 7. Okay. Ich werde aber jetzt trotzdem nochmal in eine Wüste gehen. Ich hole nochmal ein bisschen, falls es nicht passen sollte. Ja. So. Gut, für ihn reicht das. Danke, reicht, ja, dann gehe ich nicht in die Wüste. Und hast du jetzt mal hier angeguckt mit den... Mit der Wand? Mit was? Mit der Wand. Ah, warte. Also hier war auf alle Fälle noch Erde, das weiß ich. Warte. Zische, Busch. Hier war so. Noch Erde, da pflanzen wir was Schönes ein. Ach, guck mal, dann brauchen wir die Wolle ja gar nicht, dann kannst du die da einsetzen. Ja. Erde habe ich sogar ich dabei. Ich überlege jetzt, wo die Fenster waren. Ich glaube, die haben begonnen, wo die Treppe begonnen hat. Aber das waren ja, ich glaube, das ist eins, das ist zwei Zweierfenster, kann das sein? Echt? Ja, oder? Waren das nicht 3 und 2? Jeweils? Hast du noch Pure Stone? Gut, dann brauche ich ja nichts machen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich mache erstmal das Pure Stone hier. Gib mal ein bisschen Erde, wenn du was hast. Baue ich mich hoch. Wo brauchst du denn? Um mich hochzubauen. Ja. Aua. So, jetzt muss ich nämlich mal hier gucken. Ja, also hier muss definitiv noch einmal Pure Stone hin. Dann war das mit der Stufe aber anders. Die musst du dann anders machen, ne? Welche Stufe? Ja, ich hab die... Ach, ja, ich... warte mal. Warte, ich geh mal nach oben. Nein. Ja, war doch schon, das Gatter war ja eher da als der Raum. So, da unten müsste das jetzt ja nicht so passen mit der Einkerbung. Ja, passt das so? Oder habe ich hier oben das... Nee, das passt nicht so. ...hingemacht? Das passt so. Ich glaube, das sah genauso aus. Meine ich nämlich auch. So. Schon wieder dunkel? Ja. Na, hier oben checke ich das momentan nicht. Das ist ziemlich strange. Ich weiß auch gar nicht, was hier Erde zu suchen hat. Warte. Nee, ich habe das gemacht, um da keinen Cleanster zu verschwenden. Was ist... Ich check das ja selber nicht. Hat eben wieder die Musik etwas leiser gemacht. So. Und schlafen. Ja, ich check das auch nicht. Ich baue das einfach da durch. Du musst dann gucken, aber, wie du damit klarkommst. Ach, oben. Ach, natürlich. Oben muss ja noch eine Holzschicht hin. Ja, klar. Richtig. Und ich habe die Seiten richtig, nur... Ich muss da einfach, glaube ich, noch weiterbauen mit dem Pure Stone, beziehungsweise nichts mehr oben hinsetzen, ne? Was macht der denn hier? Oh mein Gott. Nein. Nein.
Und dann zum Glück nicht viel passiert. Ich das Holz hier voll weggewämst, hab nichts mehr. Ich muss es später machen. Hier kannst du eigentlich theoretisch auch schon mit Holz auffüllen, ne? Ne, ich mach da Erde rein. Oder Erde oder sonst was, ja. Denn, wollen die ja nichts verschwenden. Erde haben wir en masse. Kommt ja eh drauf. So, dann werde ich hier das Dach noch zu Ende ziehen. Ich denke, im Pure Stone müsste ich genug haben noch dafür. Und dann gucke ich mal, wie weit der SM4 Striker ist. Könnt ihr auch mal wieder sehen, wie es denn momentan aussieht. Au! Hey, ich habe doch Shift gedrückt. Verarsche. Oh. Armer Mann. So, die Reihen noch. Dazu machen. Schön. So, das war bis zum Ende gezogen, bis die Scheibe anfängt? Das weiß ich gar nicht, aber ich würde das einfach machen. Nein, ja, klar, das war irgendwie ein bisschen tiefer dann gesetzt, dadurch, dass hier die Treppe auch nach unten geht. Ja? Ja, ja. Mhm. Ja, ich meine schon. Ich glaube schon, ja. Ja. So, ja, Ich baue einfach erstmal nach unten, ich meine, tiefer sitzen kannst du immer noch. Und dann schauen wir gleich mal zusammen nach dem SO4 Striker, wie weit der denn schon ist. So. Ja, das war dann hier einfach tiefer gesetzt, ganz genau. Ja, da musst du einfach oben die eine Schicht nochmal wegmachen, aber das ist ja kein Thema. Nö, kriegen wir schon hin. So, warte. Dann mache ich Dette hier noch. Dette hier, Dette hier. So. So. Drei Reihen noch und dann ist das hier auch fertig. Dann schauen wir mal nach, wie ein SO4 Striker, der da so fabriziert hat. So, und hier ist mal das Dach schon zugezogen. Cool. Dann ist dieser Room alles Gestalt an. Auch so gut wie fertig hier. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg zum SO4 Striker. Hätte wohl jemand keine Lust mehr? Hä? Ich auch nicht. Was laberst du? Ich dachte, beim Abbauen hatte wohl jemand keine Lust mehr. Nö, mir ist die Axt kaputt gegangen. So, gucken wir mal. Ja, es geht hier die Treppe hoch. Und die Luke hatte ich auch schon hingesetzt. So, aha, aha. Hier geht's dann nach oben in unsere Chili-Ecke. Chili-Milli-Ecke, ne? Guck mal, die Betten sind auch schon hier fertig. Sehr, sehr nice. Das finde ich sehr cool, die Idee. Mit den Betten, dass man hier inmitten von Spinnen pennt. Das freut den Pet. Mhm. Ja, du musst dir mal vorstellen, ey. Wenn du das im Real Life so machen würdest, ne? Das sieht alles so geil aus, aber stell dir vor, was du da für Krabbeltierchen mit dir im Bett hast. Mhm. Aber wir wissen ja alle, dass Kevin auf Insekten steht, von daher. Richtig, ist überhaupt kein Problem. So, lassen wir den SM4 Striker wieder hier seine Arbeit machen. In aller Ruhe. Da haben wir ein paar Blätter drin. Während ich dann versuche, mal diesen Spa-Bereich fertig zu bekommen. Ach ja, ein Blümchen könnte ich ja holen und da schon mal was einpflanzen. Ich glaube, Roseen müssten wir noch haben, ne? Ja, Roseen müssten wir auf jeden Fall noch haben. Oh, lass mich da hoch. Okay. Bam, 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 bam. So, also wer sich hier nicht wohlfühlt, kann man auch nicht mehr helfen, oder? Nee, also wer sich in dem LP Nexus LP Spa nicht wohlfühlt. Sommerresort. So. Oh, die Decke habe ich hier, glaube ich, noch ein bisschen weiter gezogen. Ja, definitiv, weil sonst schaut das etwas komisch aus. Also hier wirklich bis zur Treppe, glaube ich. Und dann ging's um eine Ebene nach oben. Oben. Au! Oder für mich nach unten? Kann man sich aussuchen, ja? Ja. Komm mal gucken, ich weiß nicht, ob das so war oder ob ich die zwei Reihen noch hier weg habe. Wie viele Bücherregale? Oh. Ich glaube, wir haben keine bis jetzt, ne? Ja. Ähm.
Ach, du bist ja da vorne. Schauen wir doch mal. Aber ich glaube, das war jetzt so bis zur Treppe einfach. Ja, man schlägt sich auf jeden Fall nicht die Schädeldecke ein. Ja, wenn ich eins weiter nach links mache, dann schlägt man sich die Schädeldecke schon ein. Ja, also ich würde sagen so, ne? Ja. So, zack. Und jetzt noch die blaue Wolle. Und da unten setze ich dann entsprechend nochmal Pure Holz hin. Aber das passt so, ja. Wobei, doch, kann ich schon machen, ja. Nur ich habe natürlich mal wieder keins. Also hole ich mir jetzt extra zwei Pure Holz. So, versuche mal das Feld jetzt endlich wegzumachen. So, das sind die Bäume, die ich angepflanzt habe. Die lasse ich erstmal so in Ruhe. Und von draußen sieht das Haus auch schon sehr, sehr geil aus. Finde ich richtig top, was er da auf die Beine gestellt hat. Hat sich Mühe gegeben. Auf jeden. Auf jeden. Ja, der Bekater. Aber generell so, diese Zuschauereinflüsse sind ja auch immer sehr nice. Die kommen ja manchmal auf Ideen, da kommt man selber gar nie drauf. Holzbretter. Nee. Gut, dann gebe ich ihm das ihm, warte. Nein, das will ich gar nicht. Dann habe ich erstmal 26 für ihn. Mehr momentan leider auch nicht. Ich hoffe, dass er damit erstmal klarkommt. So, machen wir das auch mal weg hier. So. Das Bäumchen auch noch weggeruppen. Dann ist eigentlich dieser Spa-Bereich bis auf die Fenster fertig, die ich jetzt gleich noch einsetzen werde. Hast du denn genug Glas? Na, 7. Ah, das reicht glaube ich nicht, ne? Ich weiß nicht, also soviel ich weiß, waren das auf jeder Seite jeweils 3. Ah, da passt es, ja. Dann müsste es passen, ne? Gerade so. Was wollte ich hier? Ach so, natürlich Pure Holz. Einsetzen. Warum stehe ich im Wald? Hä? Das war Gottes Fügung. So, die Fackeln sind hier schon gut angeordnet oder nicht, hm? Ja, hat jemand gut angeordnet hier die Fackeln nach, auf dem Weg nach unten. Mensch. Hab ich da was falsch gemacht? Oder war das ausnahmsweise ein Lob? Das war ausnahmsweise mal ein Lob. Ja, wir müssen jetzt erstmal klarkommen. Ja, mach das. Während ich hier immer noch am Überlegen bin, ich zähle das mal durch. So, warte mal, wir haben 2, wir haben 4, wir haben 6, wir haben 8, wir haben 10, wir haben 12. Ja, verzählt. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ja, 5 links, 5 rechts und einfach 3. Jo, okay, alles klar. 2, 4, 5, dann kommen hier 3. Spitzhacki, zack, zack, zack. Und dann müssten da hinten auch 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5, passt gut. Ah, ja, klug ausgetüftelt. Mann, Mann, Mann. Mensch, Mensch, Mensch. Respekt. Da muss ich mir noch durch die Erde da buddeln. Die du scheinbar noch vor dem Spawn nicht weggemacht hast. Nee, stimmt, da habe ich jetzt, das ist einfach viel zu viel. Gut, dann gucken wir erstmal auf Erde. Auch nicht schlecht. Ja, gut, wenn man auf Schweine guckt, kann man auch auf Erde gucken. Ich glaube, da sollte man sich jetzt nicht beschweren. Aber ich brauche ein... War das Fenster... aua. War das Fenster da hinten am Holz oder hier vorne? Am Holz, ne? Welches? Ich glaube, am Holz war. Ja, oder war das? Ich auch, nämlich. Nee, das war am Holz, ja. Ja. Bin ich mir fast sicher. Die Sonne geht schon wieder auf. 2, 3, 4.